Hallihallo Hallöle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Der Dezember steht schon fast vor der Tür und wie es jedes Jahr so ist, man muss vielleicht auch einen Adventskalender selbst befüllen und nicht nur auspacken, so wie ich es hier mache. Und ich möchte euch dieses Jahr auch wieder zeigen, was ich für meine Männer in der Familie für Adventskalender packe. Ich glaube, für Frauen ist es gar nicht so schwer. Wenn ihr eine Frau oder Freundin oder so Mama in der Familie habt, die vielleicht nicht so sehr auf Pflege steht, dann guckt unbedingt mal in das Video von Dani. Die hat nämlich eins gemacht für Pflegemuffel. Ansonsten habt ihr, glaube ich, genügend Inspiration über die Adventskalender, die ich hier und halb YouTube Deutschland vorgestellt habe, gefunden. Für Männer ist es aber oft deutlich, deutlich schwieriger. Und ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, was ich so dieses Jahr an den Adventskalender für meinen Papa und für meinen Bruder reingepackt habe. Und wir starten mit dem Adventskalender für meinen Papa. Nee, wir starten mit dem für meinen Bruder, der steht nämlich direkt neben mir. Ich habe natürlich noch nichts eingepackt. Das geht jetzt hier auch wild durcheinander. Ich hoffe auch, ich habe inzwischen genügend da. Und wir fangen mal mit ein bisschen Pflege an, tatsächlich. Ein bisschen was packe ich meinem Bruder auch rein. Und zwar habe ich von Schauma das 2-in-1 Sports Power frische Shampoo mit Eukalyptus für Haare und Körper. Das hatte ich jetzt in den Campus-Tüten drin gehabt und das ist so eine schöne große Größe, die kann man wunderbar weiter verschenken. Für meinen Bruder mache ich es übrigens so, habe ich im letzten Jahr auch schon gemacht. Ich packe ihm die einzelnen Türchen wirklich einzeln wie ein Geschenk ein und die kommen dann in dieses nette, niedliche Körbchen rein, wo aktuell noch ein bisschen Müll drin ist. In dieses niedliche Körbchen rein. Genau, und dann sortiere ich das schon ein bisschen, dass die 24 und so weiter dann unten liegt und oben die 1 und 2 und so weiter. Genau, das fand er letztes Jahr sehr, sehr toll, war sehr begeistert. Auch in den Campus-Tüten, so die ersten Sachen, die jetzt kommen, waren in den Campus-Tüten drin. Ich weiß nicht, ob das danach oder davor kommt. Wenn es davor kommt, verpacke ich es euch am Ende mal. Genau. Von Ove Martina, diese Crunchy Schokocreme. Ich finde die mega geil. Ich habe die bei den Kapustüten gab es ja eine für Männlein, eine für Weiblein und in beider war jeweils eine drin. Das heißt, eine habe ich behalten, eine hat mein Brüderchen jetzt oder kriegt mein Brüderchen. Auch in den Kapustüten war ein Bier drin, das kriegt mein Brüderchen auch. Mein Papa kriegt auch genau das gleiche. Dann war da so ein veganer Kakaodrink drin. Bin mir nicht sicher, ob meinem Bruder sowas gefällt, aber ich dachte, hey, er kann auch mal was Neues ausprobieren. Vielleicht liest er ja nicht, dass da 100% natürlich und pflanzlich steht. Genau. Mein Brüderchen hat einen richtig schönen Bart, also dem steht sein Bart auch mega gut. Und ich habe ihm von L'Oreal Men Expert aus dem Barber Club den Bartbalsam für Bart und Haut geholt. Genau, so ein bisschen Bartpflege kann man da ja auf jeden Fall machen. Dann habe ich ihm zwei von diesen Raffaello-Sternchen geholt, weil mein Brüderchen Raffaello über alles liebt. Genau. Dann kriegt er zum 6. dieses kleine niedliche Kerzending. Ich weiß gar nicht, was das für ein ist das ein Rentier, so ein bisschen Rentier sein, soll das glaube ich sein. Sehr, sehr süß. Ich habe letztes Jahr auch schon Kerzen verschenkt. Die sind fast zu schön, um sie abzubrennen. Aber ja. Dann habe ich meinem Brüderchen und mein Papa hat auch eine ähnliche Version, kriegt er. Und zwar sind das hier luftgetrocknete mit aus Schweinefleisch so eine ja, Salamis. Ich habe diesmal auch darauf geachtet, dass die lang genug halten. Die halten mich bis zum 27.12. Da muss man bei solchen Sachen natürlich ein bisschen aufpassen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich genügend habe. Ja, dann habe ich in einem After Eight Weihnachtsmann geholt. After Eight mochte er auch immer gerne. Dann durften Cookies mit. Ja, fand ich total niedlich mit dem Krümelmonster. Dann hatte ich ja auch euch den Koro-Adventskalender gezeigt. Oder zeige ihn euch noch. Und da habe ich diverse Sachen rausgenommen. Unter anderem einmal Kokoskugeln in weißer Schokolade. Das geht so ein bisschen Richtung Raffaello. Ne? Das ist ja der gleiche Gedanke. Dann rote Beete-Chips. Dann gefriergetrocknete Heidelbeeren in Zartbitterschokolade. Und die Bio-Nut-Butter-Cups Sorted Hazelnut. Ich hoffe, mein Bruder mag salziges. Mit Schokolade. Außerdem noch Laugenbrezeln in Vollmilchschokolade, süß-salzig. Auch eine ganz normale Packung After Eight durfte mit. Dann habe ich ihm so, mein Bruder ist Arzt und so für zwischendurch vielleicht zum Knabbern in der Bio-Käsestange mitgenommen. Ja, also ihr merkt, es ist auch ganz schön foodlastig dieses Jahr. Dann durfte auch mit, das habe ich ihm letztes Jahr glaube ich schon reingepackt und ich hoffe, es hat ihm gefallen, heiße Schokolade und ein Türchen später kommt dann noch die passenden Mini-Marshmallows dazu. Vielleicht auch in ein Türchen, das muss ich dann so ein bisschen gucken.
Dann von Alverde habe ich einen Active Nature 3-in-1 Duschgel geholt. Also auch nochmal eins wirklich nur zum Duschen. Das andere ist ja eigentlich eher, naja, schau mal, ist auch beides offiziell, aber ne? Und ein bisschen was zum Duschen gibt es auch von Lidl aus der Spa Moments Reihe, also aus dem Adventskalender. Einmal eine Body Cream, die nicht scharf wird, weil mein Body Cream. Genau. Dann ein Duschöl und ein Duschschaum. Genau. Diese grüne Reihe, das ist die Oriente-Reihe, ist halt mit Herbs und Musk und dadurch ein bisschen herber insgesamt. Und last but not least, Erdnüsse in Karamellschokolade. Und tatsächlich fehlt mir bei meinem Bruder noch die 24. Da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich ihm irgendwie eine schöne Flasche von irgendwas Alkoholischem hole. Und zwar sind es Bruschetta Chips, Sour Cream und Onion. Und die klingen so lecker und ich würde sie am liebsten behalten. Aber wahrscheinlich brauche ich sie mal für meinen Bruder. Und auch da bin ich so, na, vielleicht bleiben sie ja übrig, von Mitsuba Sea Salt Crispy Rice Crackers, Manometer, in der milden Variante. 100 Gramm sind hier drin, finde ich auch ziemlich nice. Aber ihr seht jetzt schon, das Körbchen ist gut gefüllt, wenn es dann eingepackt ist sowieso. Gegebenenfalls packe ich vielleicht auch mal zwei Produkte zusammen. Wie gesagt, ich muss dann nochmal durchrechnen, ob es jetzt reicht. Aber ich glaube, es müsste jetzt inzwischen mal vollständig sein. Dann gehen wir jetzt über zu meinem Papa. Da fangen wir mal mit den Sachen an, die ich auch für meinen Papa geholt habe. Oder, ne, Campus-Tüte Bier. Dann habe ich gestern im Real zwei Gewürze geholt. Und zwar einmal Smoky Barbecue Rub, also schon eine Gewürzzubereitung, kein reines Gewürz. Und Steak and Chicken Rub, genau. Wo ich dachte, das ist immer was Schönes, wenn man, letztes Jahr habe ich so ein bisschen was von Just Spices reingepackt. Ich wollte auch eigentlich Sachen von Just Spices holen, aber ich habe keine gefunden. Ach so, als Füllmaterial, sowohl für meinen Bruder als auch für meinen Papa, habe ich einmal hier solche Oreo-Eier geholt. Und das habe ich auch schon bei meiner Mama und meiner Schwester zum Beispiel reingelegt, von Feodora, solche kleinen Täfelchen. Na, damit könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr ein Türchen habt, wo ihr sagt, ach Mensch, irgendwie hätte ich da gerne noch was, auch ein bisschen Schokolade einfach mit reinpacken, wenn es halt ein Türchen ist, wo halt keine Schoki drin ist. Ne? Oder einfach, man kann ja auch einfach so nur ein Schokotürchen haben. So, dann habe ich meinem Papi gestern auch bei Real Eierlikör-Pralinen mit Vollmilchschokolade flüssig gefüllt geholt. Und dann gab es hier nämlich noch eine Flasche Eierlikör on top dazu. Und irgendwie fand ich das niedlich. Und mein Papa mag Eierlikör. Und wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich ihn mit dem Thermomix, den ich seit neuestem hier habe, einen Eierlikör selber mache. Das muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, für Papa gab es auch Salamis. Genau, auch die sind bis zum 27. haltbar. Das sind geräuchert und luftgetrocknet. Ich glaube, die sind von Aldi, da habe ich die geholt. Dann, das werde ich so ein bisschen aufteilen. Das habe ich für meine Mama tatsächlich auch geholt gehabt und aufgeteilt. Von Anton Berg, das habe ich, glaube ich, von Rossmann geholt. Das sind so eine dunkle Schokolade und da drin sind diverse Liköre, sodass man da quasi Schokoladenliköre trinkt, / isst. Und dann hatte ich meiner Mama in manchen Türchen einfach nur zwei, drei von den Dingern reingemacht. Nur, dass bei ihr halt keine Liköre, sondern so ein bisschen Frauensachen drin waren. So. Achso, Rita, für meine Mama habe ich noch was anderes geholt. Der ist nämlich auch fertig. So, und für meinen Papa habe ich tatsächlich sehr viel Food geholt, weil der hat ganz viel Pflege zum Geburtstag geschenkt bekommen und hat gleich gesagt, bitte sag Sassi Bescheid, also zu meiner Mama, sie soll mir keine Pflege holen. Deswegen gibt es tatsächlich für Papi keine Pflege. Und mein Vater liebt Nüsse in allen Varianten, deswegen habe ich ihn auch mit Nüssen tatsächlich zugeballert. Ich habe einmal den Pistachio Nut Mix, dann den Energy Mix, dann den Chocolate Almond Mix, dann den Nussmix. Ihr merkt wirklich Nüsse on top, also mein Vater kann sich jetzt durchfuttern. Dann Cashewkerne. Genau. In weißer Joghurtschokolade. Geröstete Haselnüsse. Also jetzt wird es auch ein bisschen weihnachtlicher. Im Koro-Adventskalender war ein Bio-Flapjack Erdnuss-Schokoladenriegel. Dann von DM Bio Nusskonfekt. Und tatsächlich Sultarin, also mein Vater liebt die ohne Ende und deswegen
gibt es die auch noch pur. Ich glaube, bei meinem Papa wird es noch eng mit den Türchen. Da muss ich noch ein bisschen was besorgen. Und ich habe ihm hier noch so ein klein niedliches Kerzchen geholt. Meine Mama kriegt natürlich auch eine Kerze. Und aus dem You Try Me Kalender für meinen Papa habe ich einmal von Schwartau Sand rote Früchte. Dann weiß ich nicht, ob ihm das jetzt so gefällt, aber mein Papa muss immer mega früh aufstehen. Der fängt um 6 auf Arbeit an und braucht da auch eine halbe, dreiviertel Stunde hin. Von Red Bull die Winter Edition Feige Apfel. Ich glaube, darüber wird er sich definitiv freuen. Von Everman CEO Black Forest Double Distilled Blended Whisky. Mein Papa liebt Whisky. Genau. Den packe ich ihm, glaube ich, auch ins 6. Türchen. Und dann noch 2 Schokoladensachen. Und zwar einmal von Keto on the Go and Strawberry Chocolate Bar. Und ein Crunch von Heilemann Confiserie Crunch Kakao auf einer rein pflanzlichen Basis. Genau. Dann müsste hoffentlich mein Papa auch, wie gesagt, bis auf die 24, die fehlt bei beiden Männern noch. Da überlege ich ihm was Selbstgemachtes zu machen. Ja, das wäre es. Ihr merkt also, für Männer muss man so ein bisschen gucken, was mögen die. Ja, wer halt nicht so Pflege-Liebhaber als Männer hat, da kann man ein, zwei Sachen reinmachen. Ansonsten eben, was die gerne essen, was Niedliches zu trinken, aber auch eben Marmelade und Co., ne? Gewürze, ein Bierchen oder eben auch einen niedlichen Snack, ja, auch Sachen, die man so einfach, oder eine schöne Kerze für die Weihnachtszeit zum Aufstellen und Abbrennen. Also da sind euch quasi so ein bisschen alle Möglichkeiten offen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und hat euch so ein bisschen geholfen. Ihr könnt ja auch nochmal unten reinschreiben, was für euch in so einem Männer-Adventskalender nicht fehlen darf. Vielleicht könnt ihr euch da unten auch so ein bisschen austauschen. Ich verlinke euch hier oben nochmal das Video vom letzten Jahr. Da habt ihr auch nochmal ein paar Inspirationen. Das ist aber an manchen Stellen ähnlich, aber da habe ich nochmal ein bisschen anders tatsächlich letztes Jahr auch eingekauft. Da habe ich definitiv mehr Pflege für meinen Papa gekauft. Wollte er dieses Jahr halt nicht. Genau, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben und ein Abo auf diesem Kanal hinterlasst, damit wir hier weiter wachsen können. Wir laufen zügigen Schrittes auf die 300 zu und ich danke euch von ganzem Herzen für jedes Abo, das hier schon gekommen ist und auch jedes Like und jeden Kommentar. Ich freue mich immer sehr, von euch zu lesen und antworte euch ja auch immer. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich euch hier meine Playlist mit den Adventskalendern. Da findet ihr, wie gesagt, auch die selbstgemachten vom letzten Jahr. Hier geht es um meinen Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Und hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Bye, bye!